Seelsorge. Hallo? Hallo? Wer ist da? Die Telefonseelsorge. Ah, okay. Dann bin ich, glaube ich, richtig. Ja. Weiß ja. Ich nicht. Was? Doch. Gut, dann erzählen Sie mal. Ich bin fett. Ja. Und darunter leiden Sie. Ja. Und was wünschen Sie sich von dem Gespräch? Dass ich abnehme. Soll ich Ihnen dabei helfen? Ja, haben Sie ein Fitnessprogramm? Nee, habe ich nicht. Oh, wie heißen aber Sie denn? Sowas gibt es doch, ne? Fitnessprogramme. Ja, aber wo denn? Ja, überall. Ja, aber das kostet ja Geld und ich habe keine Lust, Geld auszugeben. Nee, es kostet auch nicht überall Geld. Wo kriege ich das denn für Bällisch? Wo Sie es umsonst kriegen? Ja. Müssen Sie sich mal überall erkundigen. Ach so, ich würde mich bei der Krankenkasse erkundigen. Aber ich bin ja nicht krankenversichert. Das ist natürlich schlecht. Weil ich wiege 250 Kilo und die versichern keinen. Ach. Ja. Das ist natürlich schwierig. Ja, wie heißen Sie denn, wenn ich fragen darf? Nee, das wie ist spielt das? Hier keine Rolle. Ist das anonym? Ja. Ich heiße Hums. Hums? Ja. Ah ja. Ich bin auch noch ein Ausländer, das kommt noch dazu. Da wird man nur noch gemobbt. Aber hört sich gar nicht so an. Ja, ich habe viel Fernsehen geguckt. Achso, und Sie können gut Deutsch sprechen. Wie bitte? Dankeschön. Sie können gut, ja, Sie sprechen so wie ein Einheimischer. Aber Sie sprechen auch sehr gut Deutsch. Ja, ich bin ja auch Deutsch. Ach so. Sagen Sie mir, was rufen denn sonst noch so viele Leute bei Ihnen an? Ich glaube, Sie wollen gar nicht über Ihre... Ja, das ist eh Geschichte. Ich stirb eh in 2 Jahren. Achso, wollen Sie sich einfach mal mit mir unterhalten? Ja, genau. Ah ja, und worüber? Ja, über Leute, die bei Ihnen anrufen. Erzählen Sie doch mal von sich. Nee, das kann ich nicht. Aber vielleicht ist bei Ihnen auch irgendwas, was nicht... Ich meine, wir reden doch anonym. Sie sagen mir ja noch nicht mal Ihren Namen. Warum soll ich Ihnen mein Herz ausschütteln? Ja, weil Sie hier angerufen haben. Aber Sie brauchten doch gar nicht mit mir zu sprechen. Ja, aber ich bin doch fett und darunter leide ich. Was soll ich denn machen? Hier haben Sie doch gerade selbst sich die Antwort drauf gegeben. Ach so, und das rechtfertigen Sie damit, oder wie? Dass ich in 2 Jahren sterben werde, weil ich mich hängen lasse. Ich kriege keine Motivation von Ihnen. Das ist ja ein sehr guter Seelenklempner. Ja. Vielleicht. Bin ich kein guter Seelenklempner. Aber, ja, aber dann haben Sie doch. Aber ich rede Ihnen nicht nach dem Mund. Nein, wenn aber. Wenn Sie abnehmen wollen, müssen Sie sowas dran tun. Ja, aber ich finde so doch gar keine. Klar. Aber ich finde doch sogar keine Frau. Ja, dann müssen Sie da erstmal abnehmen. Stehen Sie denn auf Dicke? Nee. Ja, sehen Sie, sind Sie ja auch einer von den Leuten. Ja, müssen Sie was an sich tun und abnehmen. Gehen Sie mal zum Arzt und zur Krankenkasse. Geh du doch zum. Ja. Haben Sie Facebook? Nee, habe ich nicht. Ja, das glaube ich Ihnen nicht. In Ihrer Stimme habe ich gemerkt, dass Sie nicht die Wahrheit sagen. Ach so. Ja. Ja, dann bringt es ja sowieso nichts, dass wir beide miteinander reden. Aber darf ich Ihnen was sagen? Sie haben eine sehr schöne Stimme. Danke. Wirklich. Wie heißen Sie? Nee, das spielt nicht zur Sache. Das ist anonym. Ach so, weit sind wir noch. Wir haben hier bei der Telefonseelsorge angerufen. Ach so, aber ich wollte bei Weight Watchers anrufen. Ich dachte. Ja, dann machen Sie das mal. Bin ich jetzt nicht bei Weight Watchers? Nee, das sind Sie nicht. Ach so. Naja, gut. Dann haben Sie Facebook? Nee, habe ich gerade schon beantwortet. Okay, also, naja, gut. Wo kommen Sie denn her? Wo sitzen Sie? Ich glaube, Sie wollen versuchen, mich auf den Arm zu nehmen. Nein, okay. Ich bin fett. Lass mich so. Von Ihnen nicht auf den Arm nehmen. Aber, ja, okay. Ne? Okay, naja, gut. Aber ich bin wirklich fett. Ich schwöre es Ihnen. Das glaube ich Ihnen auch. Wieso? Und dass Sie damit Probleme haben, glaube ich Ihnen auch. Ach so, hört man, dass ich fett bin? Nee, haben Sie mir ja gesagt. Ach so, weil Sie es... Aber ich finde es nett, dass Sie mir glauben. Ich bin wirklich massiv fett. Also, ich bin eine Quaste. Mhm. Ja. Naja, Sie gut. Ich darf, darf ich Sie Hilde nennen? Ja, dürfen. Okay, Hilde. Was hast du gerade an? Nee, darauf gehe ich auch nicht. Alles klar. Ich ja, gut. Merke jetzt, was Sie wollen und jetzt
jetzt hören wir auf. Ja, wenn sie auflegen, ich habe ein Messer an der Kehle. Meine Güte. Ja, und tot bin ich, ne? Tschüss.